Ja, wir schauen mal ein bisschen weiter nach hinten. Wen haben wir hier so? Mike Azzoli ist aber, glaube ich, überrundet, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genauso wie der Thomas Strank. Also und jetzt auch Dustin Herröder. Genau. Aber dann können wir auch die nächsten Stops erwarten. Also bislang sind wir auch nur mit einer Caution ausgekommen. Das ist sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt wieder nach vorn zu den Top 4. So, Martin Stöllinger und Matthias Koch, die streiten sich gerade so ein bisschen um Platz 2 und 3. Naja, aber der Abstand ist groß genug, glaube ich. Aber eben war es aber so, dass dann Martin sogar vorne war. Oh, was war das? Ja, das ist ein Rucker gewesen. Leck. Genau. Oder auch ein kleiner Fahrer, aber schau mal, der ist immer noch so weit außen. Jetzt zieht er rein auf einmal. Zieht der da richtig runter. Das kann auch gefährlich werden, wenn da neben einem einer ist. Ja. Und ja, also da muss er sich dann wirklich ganz sicher sein, wenn er so einen Move macht. Dass da keiner ist. Aber ich glaube, die Fahrer sind auch dazu angewiesen, hier das Spotter-Plugin zu nutzen, dass eben also sie jedes Mal eine Meldung kriegen, wenn ein Fahrer links neben ihnen, rechts neben ihnen ist, direkt dahinter und angreift oder direkt davor und angegriffen wird. Jedes Mal kriegen die dann eine Meldung. Aber sind wir vielleicht noch im Relay, weil der switcht hier ständig hin und her. Moment, ich schaue gerade nach. Jetzt sind sie auf Start hier. Ne, schau mal, jetzt kann ich spulen. Ne, das ist live. Alles klar, weil dann hat er schlechtes Internet. Ja, dann hat er wirklich schlechtes Internet. Oh, jetzt hier Martin innen. Setzt sich neben. Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Haben wir das Ohren? Ja, doch, ist vorbei. Ja. Jetzt ist er vorbei. Ja. Und der Chris Dahms versucht jetzt natürlich direkt. Ja, aber Matthias, der geht außen wieder daneben. Boah, reicht aber nicht. Nee, jetzt kommt nee. Martin ist und der durch. Chris direkt Chris hinterher. Gleich noch. Ja, richtig, genau. Chris gleich also vorbei mit. Martin da wieder zurück auf Platz 2. Ja, und Matthias zurückgefallen auf die 4. Richtig. Wen haben wir da gesehen? Ja, der Roberto, der hat sich jetzt aus dieser Gruppe gelöst. Die ist also komplett gebrochen mit Marco Meyer, Sandro Petrozielle. Wo ist Andreas Starke? Das sehen wir gleich. Andreas Starke. 15. 16 bei uns hier. Achso. Noch einen Platz vorne. Ja, ist auf die 16. War er in der Box? Ja. War in der Box. Ja. Also insgesamt noch 5 Fahrer ohne Stop. Ja, aber Chris Dahms zum Beispiel, der vorne drin steckt, in dem Viererpulk, der war in der Box. Richtig, der einzige aus dem Viererpulk, der in der Box war. Richtig. Und ansonsten noch Marco Meyer und Sandro Petrozielo. Die haben jetzt natürlich strategisch die A-Karte gezogen. Roberto Alaimo auch. Also der war auch in der Box, auf Platz 5. Ja, der war, glaube ich, direkt bei der ersten Horschen. Ja, die waren in der ersten Horschen drin, genau so ist es nämlich. So, Christian, also, da kann sich zwei, oder? Nee, doch nicht. Hat der Martin doch noch blocken können? Ja. Und da gab es, glaube ich, eine Wandführung. Ja, das war. Sah dementsprechend aus. Schauen wir uns an hier. So, hier ist Turn 2. Und da kommt jetzt die Mauer doch recht schnell. Da ist er schon da. Nee, doch nicht. Okay, also er ist so ausgestellt. Aber es sah so aus von weitem. Aber war wohl dann doch nicht der Fall. Also alles gut. Alles noch heil an den Autos. So, was sehen wir denn da? Der Roberto ist dran. Ja, der Roberto kommt jetzt hier wieder. Der hatte ja seinen Stop schon gemacht, von daher kann er jetzt natürlich auch ein bisschen mehr pushen, um da vorne ranzukommen. Das ist natürlich also vom Vorteil, muss man ganz klar so sagen. Also Roberto und Chris, ein Stop mehr. Ja, aber das nach 6 Runden, also die können jetzt auch noch nicht so viel länger. Das ist richtig, kann am Ende entscheidend sein. Also wie ich das hier sehe, 2, ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Ja, das ist zum einen der Marius Bert und zum anderen der Matthias Koch. Oha. Das heißt, der Einzige, der da noch vorne ist, ist der Martin. Fährt, ist der Martin Stellinger, so ist es. Genau, so ist es, ja. Der im Moment aber auch ein Zweiter ist, weil der Chris sich doch noch durchsetzen konnte gegen ihn. Ja.
Der Martin konnte es nicht. Und jetzt kommt Roberto. Ja. Oh. Ja, ah, jetzt, ja, jetzt teilt den dann zurück. Nicht ein. Das wäre fatal. Sehr unangenehm, sagen wir es mal so. Aber nö, passt. Oh, jetzt. Oh, jetzt ist eng, eng, eng. Also, das schafft er nicht, oder? Na, doch, vielleicht. Nee. Das packt aber nicht. Jetzt muss man auch noch mal dazu sagen, der Chris Darms jetzt auch mit einem Zusatzpunkt. Ja. Aber die müssten jetzt so langsam auch alle reinkommen. Also, wie gesagt, der Martin müsste jetzt relativ schnell kommen. Jetzt sagen wir von Roberto. Denn der Martin hat einen Fehler gemacht, aber schau mal, der verhungert im Wind. Der verhungert hier im Wind. Aber er ist noch daneben. Also jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei, genau, so sieht es nämlich aus. Und der Martin noch einen Platz zurückgefallen. Fährt er jetzt, er fährt immer noch weiter. Wahnsinn, ja? Ja, also, der zieht das hier echt durch. 45 Runden schon ohne Stopp. 46 jetzt, oder? Ne, ist die Anfang jetzt, oder? Doch, Anfang 46 ist es jetzt, oder? Ja. Nein, das ist 46 beendet. Also es ist Anfang 47. Ach stimmt, du hast recht. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Jetzt ist aber rein, und zwar jetzt. Chris auch gleich. Ja, Chris auch. Und Roberto? Bleibt noch draußen. Durch. Also der Roberto, der hat, ja, SimRace TV 22, genau. Roberto fährt jetzt für SimRace TV, hat sich auch extra so genannt. Nein, das war natürlich wieder meine Fehleinblendung, die gefühlt 150. Nein, die vierte oder fünfte war es jetzt. Naja, das dafür kennen wir nichts, das liegt am Tool. Aber guck mal, der Chris Schub, der hat ja auch schon Stopp. Und ist dann jetzt, nachdem Martin und Chris Darms dann in die Box gegangen sind, ist er jetzt auf Platz 2 mit 7 Sekunden Rückstand. Ja, wahrscheinlich. Wobei Roberto natürlich auch nochmal muss. So ist natürlich. Ja, nicht. Ja klar, er wird auch gleich rein müssen. Wir schauen jetzt mal, wann er denn kommt. Also sehr interessante Linie, die er hier fährt. Also es wundert mich auch. Ach schau mal, er hat im letzten Sektor auch eine halbe Sekunde auf dem Chris. Ja gut, er war ja in der Box. Ja gut, das war jetzt dämlich. Guck mal, selbst hier der Noah schon auf 4 mit Stopp. Ja, aber Moment, ich habe gerade gemerkt, der Chris Schub, der war ja gar nicht in der Box. Aber jetzt ist zweiter Matthias Lamm. Noch Chris. Weil der Chris Schub ja trotzdem jetzt wieder in die Box fährt. Der war wohl auch noch 6 Runden das erste Mal. Richtig, genau so ist es. Und Roberto? Ja, der macht hier ein sehr, sehr gutes Rennen. Der zieht hier das wirklich durch. 10 Sekunden jetzt schon, also auf Matthias Lamm. Ja, ja. Auf 11 jetzt bereits, also der zieht gut durch, der Junge. 11,6, also sind schon fast 12. Ja, gut, aber Matthias Lamm fährt nur 41er Rundenzeiten und er hingegen fährt 39 hoch. Da zieht er noch gut was raus. Ja, und möchte ich mal kurz einen kleinen Ticker geben, sag ich mal. Ist jetzt Gelbphase? Es ist Gelbphase. Ja, es ist Gelbphase. Oh, und das ist ganz schlecht für Roberto. Das ist ganz schlecht für Roberto. Er könnte jetzt reingehen. Ja, wenn er jetzt reingeht, dann verliert er gar nicht. Dann hat er eigentlich überhaupt kein Problem. Gut, er hat dann viele Plätze verloren. Aber ist immer noch zeitlich. Aber er ist zeitlich gar nicht so weit weg. Und, der Ticker, wollte ich gerade mal sagen, fast wo? Ah, nee, ist gut. Hat sie erledigt. Zum Ticker in Barcelona gab es gerade die erste Riesenchance für Barcelona. Also es wird sehr schwer für Leverkusen. Aber wir konzentrieren uns jetzt hier weiter aufs Racing. Jetzt würde mich ja interessieren, wer hat es denn ausgelöst, das Ganze? Ja, ist eine gute Frage. Das habe ich leider nicht sehen können, aber das Rico Kollmeier, das ist auch neu. Also, und der ist jetzt letzter, also der muss hier bestimmt auch irgendwas damit zu tun haben. Alles andere würde mich wundern. Dass Roberto immer noch nicht reinkommt, das wundert mich sehr, also... Hoppala, da haben wir doch gerade was gesehen. Oh. Wer ist das? Das ist Andreas. Nein. Oh nein. Ist er jetzt raus, oder? Warte, ich gucke mal. Nein, er fährt noch. So, fährt noch. Wenn das jetzt... Oh nein, das war völlig ohne Gegnerkontakt. Jetzt. Da bricht ihm... Da bricht ihm direkt das Auto. Einmal bricht ihm das Auto. Zack. Und dann nichts machen. Und dann... Oh Mann. Ja. Dann war er schon auch umgedreht, also... Ja. Nur natürlich aufpassen. Oh, das ist eng! Und der nächste kommt auch noch! Oh mein Gott, das war's jetzt aber, also... Heftig.
Ja, das hätte auch nicht gehen können. Schau mal, das ist jetzt Trubel und Roberto ist natürlich auch drin, das ist klar. Richtig. Aber wenn er zu viele reingeht, verliert er gar nicht so viele Plätze. Also, richtig, ja. Also, der, schau mal, da hat sich jetzt einer schön vor ihm positioniert. Roberto Lai, sein Teamkollege. Und trotzdem kommt er immer vorbei. Stark. Wahnsinn, ey. Und er müsste jetzt, nein, zweiter müsste sein, denn Dritter. Erster ist... Zweiter. Also, ja. Ein Erster ist Marius Bert. Richtig. Und jetzt müssten eigentlich die vor Marius Bert, weil schau mal, der hat da etliche vor... Ah, nee, ist das hier das Pacecar? Nee, das ist Noah, oder? Nee, Friedrich Laditz, okay. Er muss sich als Erster hinter Friedrich Laditz halten, weil wir sehen hier, Friedrich ist gelb eingefärbt. Das heißt, er hat ja die Anweisung, sich hinter Friedrich zu halten, obwohl er Erster ist. Eigentlich müsste es ja so sein, dass gesagt wird, alle, die jetzt vorm Ersten sind, fahrt durch, fahrt am Pacecar vorbei und rundet euch zurück. Normalerweise. Das ist aber nicht der Fall. Und das wundert mich wirklich sehr. Vielleicht kommt es noch, ich weiß es nicht, ob die noch das Go kriegen. Ich glaube eher nicht, weil wenn, dann macht A-Factor sowas sofort. Ist aber sehr merkwürdig, ja? Mhm. Ah, Roberto hat da echt profitiert von der Gelbphase. Das ist also. Ja, schau mal, direkt hinter Marius. Ja, okay, richtig. Matthias Lanz, Noah auch, hat auch profitiert, ist auf Platz 4. Das war natürlich jetzt richtig blöd für Martin Schellinger und Co. Matthias Koch, die sind natürlich richtig zurückgefallen. Jetzt, schau mal, jetzt fahren die vorbei. Jetzt wird geordnet. Ja, ja. Oder? Nee, fahren sie nicht. Ja doch, schau mal, die hat auch 6, 7, 8 Leute vor sich. Ja, die machen das nämlich, ja, die machen das genau so. Und zwar fahren die hier an den anderen sozusagen vorbei, weil die dann auch schon als Überrundete zählen und die Überrundeten haben sich dann unten zu halten. Ach so. Das dann beim, finde ich persönlich, ich wäre persönlich eher noch dafür, dass sie sich außen halten müssen statt innen. Weil dann können sie noch weniger Unsinn verzapfen. Weil in der ersten Kurve ist ja erfahrungsgemäß so, dass man von außen nach innen fährt, wie man das in jeder Kurve tut. Ja. Und wenn dann jemand innen ist, dann kann es eng werden. Wenn jemand außen aber ist und man fährt von halb innen an, dann ist es nicht so gefährlich. Aber wie man aber sieht, der Matthias Koch und Chris Dahms und so sind jetzt fast eine Runde zurück. Ist klar, dadurch, dass sie jetzt hinter dem Pacecar hängen und sich nicht entrunden dürfen sozusagen. Wie man sieht, die waren vorher ein paar Runden vor dem Pacecar in der Box, also vor der Gelbphase. Und das hat ihnen jetzt praktisch das Rennen versaut. Das sind jetzt eine gute Runde zurück. Ja, das wieder aufzuholen, das wird echt schwierig. Also da hat der Roberto und der Noah und weiter haben das richtig gut gelöst. Also insbesondere der Roberto, also der hat wirklich, der war nach 6 Runden drin. So, jetzt geht's weiter und da haben wir Marius Bert, der das Feld anführt, also zumindest von der Zeit her. Und ganz vorne haben wir ja Matthias Koch gesehen, der als Überrundeter dort allerdings fährt. Also tatsächlich der 10. Chris Dahms ist bereits überrundet, der 9. Matthias Koch fast. Ja. Also wirklich ein sehr, sehr kurioses Rennen hier. Und sehr bitter eigentlich auch, wenn man kurz vorher noch um den Sieg gekämpft hat und dann mit einmal eine Runde zurück ist. Ja. Oder fast eine Runde zurück ist, das ist natürlich sehr bitter. Ja, aber das ist keinem Bug oder Ähnlichem geschuldet, sondern das ist ganz einfach die Strategie einiger Fahrer gewesen. Ja, richtig. Und die haben das hervorragend gemacht, also kann man nichts gegen sagen. Definitiv, obwohl der Marius ja auch relativ früh drin war, also was heißt relativ früh, der war ja, ich glaube mit dem Martin ist als letzter rein, ich glaube mit Matthias ist Marius reingegangen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube ja, und der Marius trotzdem auf Platz 1, also da muss er noch mal ordentlich was gut gemacht haben in der Zeit, bevor die Gelbphase kam. Oh, was war denn das? Ein Leck. Ja, also hat ihn sehr häufiger. Da bin ich mal gespannt, ob Matthias sich so weit absetzen kann, aber das befürchte ich leider nicht, also dass er sich so absetzen kann, dass er eine Runde zurückkriegt, also dann müsste er jetzt nochmal auf eine Gelbphase hoffen. Ja, dann dürfte er sich ja vor mir runden, das darf richtig. Er ja dann. Richtig, ganz weil genau. Weil dann das Basecar ja den ersten abfängt. Richtig.
Weil die anderen haben jetzt Pech gehabt, aber er könnte es noch. Deswegen hält er sich auch davor. Da bin ich mir sicher, dass das allein aus diesem Kalkül geschieht. Er muss. Ihm bleibt ja, nicht, wenn er noch eine Chance haben möchte auf den Sieg, dann muss natürlich. Er. Natürlich. Aber er darf ja auch, ich meine, das ist nur Wahl. Das ist jetzt hier keine Rennstrecke, wo man, wo gesagt wird, hier blaue Flagge und du musst den schnelleren vorbeiwinken. Richtig. Muss anhalten und ihm einen Teppich ausrollen. Ganz genau. Sondern es ist wirklich, es ist oval und da kann jeder von jedem profitieren. Alle sind in etwa gleich schnell. Hängt natürlich ein bisschen auch vom Setup ab, aber ich glaube, das ist hier sowieso festgesetzt. Bedeutet, dass da auch nicht viel verändert, eigentlich gar nichts verändert werden kann. Also was ich so sehe... Außer Sprit und weiß gar nicht, ob die Reifen auch verändert werden können, glaube eher nicht. Aber was man so sieht, ja, der Roberto, der hat wirklich... eine fast ganz andere Linie als zum Beispiel der Marius, ja, also wenn man das einfach mal vergleicht, Marius hat eine wesentlich tiefere Linie als der Roberto, also Roberto fährt immer relativ hoch eigentlich, die anderen fahren immer ganz, ganz weit unten, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihnen das einen Vorteil verschafft oder auch nicht. Ich glaube, Roberto fährt eher aus Sicherheit, der versucht nämlich diese, die weiße Linie dort unten zu vermeiden. Das kann auch mal ganz böse enden, so ein Leck. Also das kann auch mal zu einem Crash führen. Ja, gerade auf dem Oval. Auf der Rennstrecke ist das ja gar nicht so schlimm. Oh, Roberto außen, aber das wird er nicht schaffen. Ja, weil da die Abstände größer sind, aber auf dem Oval sind die Autos ja so nah beieinander, kann einen Leck direkt zum Big One führen, wie man es ja nennt, also zum Massencrash. Richtig. Es hat Roberto nicht zwei Plätze, aber zwei Überrundete, sich wieder bei ihm entrunden lassen müssen, weil er zu weit oben war. Ja, aber das hilft den beiden auch nicht, denn die ist vor den Ersten. Richtig. Aber ich glaube, das sieht jetzt nach Caution aus. Ja, ist Caution jetzt gerade? Ja. Ist gelb. Sehr gut, da hat natürlich Matthias jetzt die Chance auf 9, das Ganze noch nach Hause zu bringen. Da hat er natürlich Glück, dass er... Ja, der ist jetzt hier... Nee, so weit vor 9 ist Distanz. 8, Matthias. Ja, oder auf 8. Da hat irgendeiner aus dem Feld der ersten 8 da den verursacht. Thomas Strank war eigentlich... Aber wer? Martin Stöllinger? War der unter den ersten 9? Nein. Ja, unter den ersten 8? Nein. Martin Stöllinger nicht, der war auf 10 weiterhin. Der war schon überrundet. Genauso wie der Matthias Chris. Matthias Lamm? Ja, könnte es... Lamm? Ah, der war vor 4 Runden oder so, 5 Runden war der in der Box. Also deswegen ist er da rausgefallen. Okay. Aber wir werden hier mal gucken. Also ich finde jetzt auch nicht, wer das gewesen sein könnte. Ich auch nicht. Also, schwierig zu sagen. Super, aber die Frage ist jetzt natürlich, wer hat das ausgelöst? Das könnte Thomas Strank gewesen sein. Moment, das sehen wir hier. Der ist ja fast nicht mehr. Wahnsinn. Ja, da ist er auch. Ja, ja. Er steht aber ganz schön lang. Oh! Das haben wir ja ganz verpasst. Und völlig allein. Also, hier zack, da. Von allein dreht er sich weg und dann kniest er ab. Wie hat er und sich dann noch und dann. Hä? Aha. Ja, ja, gut. Hä? Der Heilige Geist hat ihn umgedreht. Also, wie das passiert ist. Es ist, das Wahnsinn. Das wird ein Rätsel bleiben. Ja, so hat natürlich der Matthias jetzt richtig Glück gehabt, dass er sich zurückrunden konnte. Mhm. Ich muss sagen, schön wie Affekt noch für einige heitere Momente sorgt. Ja, das stimmt. So, und es wird wieder was aus der Champions League, und zwar führt Nicosia gegen Olympique Lyon 1-0. Die Sensation ist möglich. Die eine Sensation. Die andere halte ich mal persönlich noch für unmöglich. Jetzt zieht er an allen vorbei da und fährt in die Box, ja. Ja, darf er ja. Ja. Das Auto sieht aber auch aus, ey. Ja, ja. Aber
Überschlag. Ist trotzdem schön zu sehen, wie so der Heilige Geist die Autos umdreht. Also es ist schon Wahnsinn. Ah nein, ich glaube, er durfte per Lucky Dog vorbei, wobei ich dachte, dass das eigentlich ausgeschaltet ist. Eine Fertig Box. Okay, ja. Verstehe ich jetzt auch nicht. Also warum er da so vorbeifahren durfte, auch noch am Pacecar und an allem. Also was ich jetzt auch, und Chris Dams müsste mittlerweile auch sich entrundet haben, nur Martin Stöllinger ist noch hinter dem Führenden. Ne, der ist auch anscheinend gerade vorbeigefahren. Nee, der ist Box. Ah, Martin ist in der Box, okay, aber Chris Dams, der durfte vorbei. Lucky Dog. Ja. Nennt sich das. Der durfte vorbei. Also wusste ich nicht, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist dann auch nur vielleicht von der Ligaleitung gesagt worden, weil so viele zurückgerundet waren. Das war ja schon nicht mehr feierlich. Mit 8 Leuten halt in der Führungsrunde bei 21 gestarteten, das ist echt nicht mehr schön. Nee, das stimmt. Da hast du recht. Hast du jetzt wieder eine ganze Menge in der Pit? Ja. Oh, nochmal kurze Info, Riesenchance in Barcelona für Barcelona. Aber Leno stark. Noah Nevi führt das Rennen an. Wie hat er das geschafft? Vor Bernd Köhler, ich frag mich nicht, und Udo Wagner. Roberto ist zurückgefallen auf 4. Okay. Marius mittlerweile auf der 5. Also es ist wirklich ein ziemlich undurchschaubares Rennen. Ich glaube, das können wir so erstmal festhalten. Ja, auf jeden Fall. Also geht ja hier drunter und drüber. Ich meine, das kennt man ja an sich so aus der Nesca, aber das ist ja hier wirklich komplett drunter und drüber. Also noch schlimmer, als wir sonst kennen. So, das Pace Car, schauen wir mal, wie es mit den Lampen aussieht. Die blinken noch. Die blinken noch. Also es wird auch erst im letzten Moment überziehen, wie wir es so kennen. Hatten wir in Bristol, da waren auch immer sehr schön. So ganz kurz, bevor es direkt mit dem Restart losging, zieht das aber immer voll nach links rüber. Da darf ich auch nicht daneben stellen. Sonst hast du direkt ein kaputtes Auto, aber nee. Ja, fährt noch eine Runde weiter. Ja. Jetzt kommt der Grünstreifen und jetzt kannst du auch nicht mehr rüberziehen. Darf er gern versuchen, aber bringt nichts. Tja, aber, wie man sieht, Noah, Wahnsinn, also muss ich sagen. Okay. Respekt. Wie er das gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber der Roberto hatte ja noch vor der Pacecar-Phase geführt, deswegen wundert es mich jetzt ein wenig, aber naja, gut. Haben wir wohl verpasst, würde ich jetzt behaupten. So, und die Riesenschuss für Barcelona! 1-0, Messi. Und ich glaube, damit ist es erledigt. Per Lupfer ganz frech gegen Leno. Ja, also das eine Wunder können wir vergessen, das andere in Zypern, in Nicosia, das kann immer noch geschehen und das, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Gut, der Stürmer, der das Tor gemacht hat, Manduka, hat auch die gelbe Karte bekommen, wofür ist wahrscheinlich dann auch klar, Trikot aus. Naja, gut. Widmen wir uns wieder dem Rennen. Richtig, denn es geht gleich weiter. Das hoffen wir zumindest. Ja. Noch blinkt es immer noch fröhlich vor sich hin. Ja, aber wie gesagt, es zieht ja erst im letzten Moment weg. Ja. Es ist ein ganz böser. Aber auch ganz böse alle jetzt schon, also. Ja, es wird weitergehen, glaube ich. Ja, zack, da auf zack, einmal. Weg ist es, ja, weg ist er. Diese hastige Bewegung auf einmal. Ja, es darf Noah bestimmen, wann es losgeht. Wann er kann das Feld auch gerne ein wenig einbremsen. Solange es nicht komplett zum Stillstand kommt, ist klar. Logisch. Vielleicht macht man es so clever wie vorhin, der Michael. Ja, sobald er einmal aufs Gas geht, er kann natürlich jetzt schon sagen, ich mach weiter. Er kann natürlich auch erst bis zur Zigarre warten und das ist spät. Aber der Bernd war doch schon ein Stückchen vorne, wa? Kurz vor der Bernd ist das erst. Das war ein Überrundeter. Ach so, okay. Ja, das ist nicht alles durcheinander bringen. Entschuldigung, ja, es sah so aus. Ja, natürlich. Und zwar müsste das der Sandro Petrocello gewesen sein, oder? Vorn ist, genau. Ja. Genau der ist es. Ja, der will sich jetzt natürlich auch auf die nächste Caution warten. Ja. Um dann eben schön,
dich praktisch auch wieder da drin unten zu lassen, genau. Richtig. Aber der kriegt jetzt Besuch vom Noah. Das will der Noah natürlich nicht, das ist dem völlig Latte. Bin natürlich vorbei. Obwohl, naja, wenn sie es schaffen, sich da beide ein bisschen abzusetzen, aber nee, das sieht mir nicht danach aus. Nee, und ich glaube auch nicht, dass der Noah da irgendwie den Sandro wieder in der Führungsrunde mit drin haben will. Das ist, glaube ich, eins der Interessen, die Noah nicht verfolgt. Richtig. Im Gegenteil. Also wäre nicht seine Option. Das, ja, würde ich mir nichts helfen. Sandro ist ein guter Fahrer, Sandro kämpft um die Meisterschaft. Ja. Und Noah weiß, wie gut er ist. Von daher wäre das nicht so empfehlenswert, da irgendwie ihn nach vorn zu lassen. Oder vor sich zu behalten. Ah, der hat eine gute Zugmaschine, aber er muss natürlich, wenn er denkt, naja, jetzt gibt's vielleicht wieder eine Caution, das ist eine Sache von Intuition auch so ein bisschen. Ja, dann gehört aber auch noch ein bisschen viel Glück mit dazu. Das sowieso. Man muss ja immer hoffen, dass noch irgendwas passiert, dass da eine Caution gibt. Aber der Sandro muss das hoffen. Ja, ja, natürlich. Oh, jetzt wird's hier dahinter eng, hinter Sandro. Richtig eng jetzt. Vier Fahrzeuge. Oh, Wahnsinn. Und Sandro jetzt fünf. Drei rechts, zwei. Also sehr, sehr schön. Wahnsinn. Die Games ist jetzt richtig. Ja, naja, das ist auch ein bisschen die Konfusion, wenn jetzt hier eben wenn jetzt da noch ein paar Überrundete mit bei sind, dann ist das alles noch viel, viel konfuser. Aber wir schauen mal jetzt, Platz 1 ist jetzt der Bernd Köhler. Schau mal, die drei da vorne würden sich jetzt zurückrunden. Was ist mit dem Noah passiert? Drei fahren, Noah ist 2. Der ist zurückgefallen. Nee, der Schub ist auf 2. Ja, Noah weg. Ist weg. Der ist weg. Noah ist weg. Aber keine Gelbphase. Noah ist auf 6. Wo ist Noah hin? Habe ich das Gefühl. Auf 7. 7 ist er. Oi! Ist er aber ordentlich zurückgefallen, ne? Ja, das ist eben diese Drangel, was da war. Hat zu keiner Caution geführt, aber zu einem 6-Plätze-Verlust von Noah Nevi. Das ist schon ordentlich. Ja. Vor allem, schau mal, der kommt ja in die 6 da vorne gar nicht mehr ran. Richtig. Also wirklich sehr, sehr bitter für Noah in dem jetzt Fall. Ist Marius Wert auf 1. Ja, auf 1 habe ich gesagt, Mensch, oh, hast du gesagt, habe ich getippt. Und was zeigt er mir in Platz 2? Super. Ja, das ist die Technik. Roberto war wieder zurück auf 3. Ja, Roberto. Roberto kommt. Und Chris Schub ist jetzt daneben, so wie ich das sehe. Und ist vorbei und Chris Dahms auch, oder? Ja, manchmal werden auch Kommentatoren müde. Da ist der Matthias Koch wieder auf der 4 jetzt mittlerweile. Ja, das ist schon wieder zurückgeholt. Der Matthias hat sich zurück auf Platz 4 gefahren. Wahnsinn. Nö, auf die 3 sogar, oder? Ist er jetzt noch nicht? Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist er auf der 3. Mann. Wahnsinn. Also, das muss man auch mal schaffen, nach einer Gelbphase direkt wieder bis zu Endrunden und dann direkt wieder zurück auf die 3 zu fahren. Aber alles möglich im NASCAR. Da haben wir jetzt auch schon 4/10 Rückstand auf Chris. Aber das, denke ich mal, ist noch im Bereich des Möglichen. Chris Schub jetzt mit der schnellsten Runde. Ja. Also der will da auch weg von dem Matthias. Ich weiß genau, welcher Kelch dort an ihm vorübergehen soll. Aber nicht an ihm vorbei, ganz wichtig. Alles sehr eng noch. Noch so richtig rankommen tut er noch nicht, der Matthias. Zehnte, 2, naja, jetzt kommt er so langsam. Jetzt müsste er dran sein, ja.
Jetzt hat er es geschafft. Ja, und jetzt wird es dann auch immer enger für Chris Schub. Genau, und Chris Barnes ist dann gleich mit im Gepäck. Mhm. Ja, der muss zum Windschatten. Ja, ganz klar. Die zwei überrundet vorne setzen sich, oder fast überrunden, setzen sich doch ein kleines Stückchen ab. Ja, ich meine, wenn du immer Zweiter wirst, dann kannst du mit einer Automeisterschaft gewinnen, wenn nicht jemand immer Erster wird. Richtig, ja. Und also, das ist dann sinnvoll, sich da einfach nur in den Windschatten von Matthias Koch zu begeben, wenn er vermutet, dass der Matthias Koch gewinnen wird, was nicht so unwahrscheinlich ist, dann ist das überaus sinnvoll, was er da macht. Boah. Und da holt er mit dem zweiten Platz ganz schön viele Punkte. Mhm. Ja, der Marius kann sich vorne absetzen, also das klappt gut. Ja. Ja, wir haben die Hefte schon längst rum, sehe ich gerade. Also wir haben jetzt schon über 50% absolviert. Ist ja auch völlig an uns vorbeigegangen gerade. Vor vier Runden war es, vor drei Minuten etwa. So. Oh, die geben sich da richtig, ja, Wahnsinn. Ja. Das ist schön hier, das Racing. Und einer ist jetzt im Moment noch dabei, sich bei der nächsten Polska-Phase, der nächsten Caution zurückzuholen. Das ist Martin Stöllinger. Ja. Der hat das auch schon. Ah, und genau das tut er! Genau das tut er! Wenn es jetzt die Caution gibt. Wenn es genau jetzt die Caution gibt, dann wird er sich aber in den Arsch beißen, das kannst du mir glauben. Aber richtig. Ah, Chris Schub kann sich jetzt auch nicht so wirklich mehr an den Marius halten, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Laut Zeitentableau müssten das 4-5 Zehntel sein eigentlich. Ja, da ist nämlich Martin Stöllinger genau dazwischen. Ja. Das ist ordentlich, also natürlich nicht schlecht, wenn der Marius sich da ein bisschen absetzen kann. Für ihn zumindest ist es nicht schlecht. Ja, aber der Chris wird jetzt angegriffen. Innen Chris Barnes! Oh. Der Matthias Koch wollte es erst außen versuchen, dann ist der Chris Schub aber auch nach außen gekommen. Und dann Chris Barnes hat eine Chance gesehen, ist innen geblieben und ist jetzt vorbei. Ja, das hat er stark gemacht. Wahnsinn. Und jetzt irgendeiner muss eine Initiative ergreifen, wenn der Chris Schub da immer weiter zurückfällt. Hinter den Führenden, hinter Marius Bert. Aber... Na, noch ist aber Chris Schub Zweiter. Oder ne, jetzt ist er auf der Live Race hängt ein wenig hinterher. Hinterher. Hab ich auch gerade gesehen. Und jetzt macht er sich ran an Martin Stöllinger und an Marius Bert. Ja, aber das funktioniert nicht so recht. Also, noch nicht, nee. Das sind 4 Zehntel. Das bleiben 4 Zehntel. Und, wenn das noch mehr bleiben, was heißt noch mehr bleiben, wenn das immer noch 4 Zehntel bleiben, dann hilft ihm das auch nicht, er muss ran, er muss auf 3, 2, 1 Zehntel und dann daneben, aber 4 Zehntel konstant hilft nichts, jetzt sind es noch mehr geworden, fast 5, jetzt wieder weniger. Aber der Chris Darms, der kann sich auch gut absetzen von dem Rest, also... Ja, nach hinten eine halbe Sekunde. Ja, also er hängt so ziemlich in der Luft, sagen wir mal so. Also ja, nach hinten halbe, nach vorne eine halbe. So, mein Knife ist jetzt ganz abgeschmiert. Auch schön. Ja, bei mir funktioniert es. Bei mir nicht. Ist aber nicht weiter tragisch. Einfach mal neu starten. Ist auch das altbekannte Windows-Problem. Einmal neu starten. Da ist ja, jetzt aber ist nicht mehr so viel nach vorne. Also 14. würde ich jetzt noch nicht mal mehr sagen. Ja, das ist so, wenn wir es angeblieben, 4,7 Zehntel, 0,472. Also jetzt ist er aber gleich an Martin dran. Also jetzt ist er dran. Ja, Martin, aber Martin hilft ja nicht. Ja, aber wenn er an Martin dran ist, ist er ja fast auch an Marius dran. Also gut, also jetzt sind es 3,5 nach hinten nur noch, also jetzt kommt auch der Matthias Koch wieder ran. Ja. Ich sag mal 3,5 nach hinten, 2 nach vorne. 2, ja. Ja, fast 3. Ja, fast drei nach hinten. Richtig. Und fast 3 nach vorne. Nee, also fast 2 nach vorne, würde ich sagen.
Das sieht aber noch gut aus. Also er hat sich da nochmal, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Ja, mit der Force India Nesca Lackierung hier vielleicht im Fischer. Ja, kann er doch. Das ist ja, glaube ich, auch so beabsichtigt, dass das Force India Style hat. Aber er hat es geschafft, dass er wieder dran ist. Scheint er doch ein sehr sympathisches Team zu sein. Also ich habe es eigentlich immer gesehen, dass sich viele immer um Force India reißen, auch in Formel-Serien, also Formel 1-Serien. Ich meine, an sich ist das ja einfach nur ein Hinterbänkler-Team. Eigentlich ja. Naja, Hinterbänkler nicht ganz, aber so ein also Mittelfeld, ja, genau. Ja, so ein graues Mittelfeld-Team. Wundert mich, dass das so eine Sympathie hervorruft. Ist das Pacecar davon? Nee. Das ist viel zu schnell für Pacecar. Also ich kann es jetzt leider auch nicht mehr sehen, also mein Live ist jetzt ganz abgeschmiert. Thomas Frank ist es. Mein Live ist jetzt ganz abgeschmiert. Ja, Thomas Frank wird überrundet von dem Ganzen. Jetzt nur so aufpassen, dass er dann nicht irgendwie in den Unfall kommt. Und da sind die zu dritt nebeneinander. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn, jetzt ein Rewind. Und jetzt ist der Matthias Koch da. Ja. Oh, der hat das einfach nur erwartet, glaube ich. Boah, also. Wahnsinn. Ja, noch ist Matthias nicht vorbei. Nee. 55 Runden noch, 80 schon absolviert. Ja. Da kann er schon... Das fällt mir die Kamera. Kann er die Auspuffgase schon förmlich riechen. Naja, manche riechen sowas gern. Das stimmt. Ja, jetzt ist bei mir live erst auch fertig, Ende. Ja, ich sehe auch nicht mehr, bei mir ist nur noch Connection. Ja. Gut, wir kommen auch ohne aus, da haben wir auch so, kein Problem. Ja, klar. So. Ja, jetzt sind sie gleich wieder dran an Martin und Martin seinerseits ist natürlich schon dran an den Marius. Aber schön zu sehen, ey. Three Ride, das ist schon Wahnsinn. Ja, sieht man auch nicht allzu oft hier. Mhm. Auch in echt nicht, weil es auch unglaublich gefährlich ist, wenn da einer von den dreien Fehler macht, können die anderen beiden einpacken. So sieht's aus. Und zwar egal in welche Richtung, also wenn der mittlere einen Fehler macht, ist auch egal, ob er nach innen oder nach außen. Die werden ja wieder zurückgeworfen nach innen und. Also, wenn einer da durchkommt, dann kann er von Glück sprechen. Tja. Wenn einer beim Rewind-Unfall da mit Glück durchkommt, oder überhaupt durchkommt, dann ist es definitiv Glück. Ah, der Martin, da liegt auch gar nicht ein, irgendwie Platz zu machen. Kein Stück, überhaupt nicht. Finde ich aber gut. Er muss ja eigentlich nur an dem Marius vorbei, dann für die nächste Phase, dass er da vorne ist, dass er sich wieder zurückrunden kann. Aber das ist halt, rankommen ist eine Sache bei der Nesca, vorbei eine andere. Ja, wir schauen jetzt mal das Ganze uns aus der Sicht von Martin an. Ja. Einmal die vier Sekammer. Oh. Wahnsinn. Und dann auch die. Ja, das ist schon 3 Sekunden Vorsprung auf Matthias Lamm, aber ich glaube, der wird ihn nicht interessieren. Er muss hier am Marius Bert vorbei. Ganz genau. Sonst hilft alles nichts. Er muss da vorbei und hoffen, dass das nochmal eine Gelbphase kommt, wo ich denke, die wird sicherlich irgendwann nochmal kommen, aber bis dahin muss er vorbei sein. Ansonsten. Das ist völlig richtig. Sonst sieht es schlecht aus mit einer guten Platzierung für den Martin. Wo glaubst du, das Live Race geht wieder? Was? Nein! Bei mir nicht. Connected Puffering steht bei mir jetzt gerade. Bei mir steht Connecting. Das steht bei mir eben auch. 10 Minuten. Meine. Na, warten wir es ab, ob es gleich wieder funktioniert. Das ist ja meine Vorzugsbehandlung. Mensch, heißt du etwa Wolf oder wie? Nein, nicht. Noch nicht, oh, okay. Also, wie sind denn da deine Planungen, Mensch? Ja, das darf ich hier nicht so ganz verraten. Ach so, das okay. Das ist zu öffentlich, verstehst du? Das können wir uns gerne mal so im Privaten dann... Nein, Quatsch. Okay. Naja, ich verstehe schon.
So, nächste Runde da. Oha, jetzt könnte es das wieder. Ist, schon wieder starke. Nee, das war vorhin war es der Strang. Ach, Strang, Entschuldigung. Ja, habe ich mich verguckt. Tut mir leid. Jetzt geht mein Live los wieder. Wunderbar. Und 2-0 Barcelona. Du, mir wird immer noch connected. Bei mir nicht. Bei mir ist alles ja, schick. Das ist doch, das nervt doch. Bei mir wird alles super angezeigt, alles tipptopp. Bin begeistert. Und zu den Zuschauern, die dürfen ja gerne mal raten, wer es 2-0 gemacht hat. Ja, logisch. Na gut, so richtig. Ah, jetzt funktioniert es wieder richtig. Ah, sehr geil. Jetzt funktionieren auch die Zeiten wieder super. Das da ist. Und da ist. Oh, das ist Facecar! Aber ist Facecar und das hilft dem Herzsteller überhaupt nicht. Oh, Facecar, bei mir ist aber noch grün im Live Racers. Ja, naja, Schlafmütze. Ja, das Live Racers, dafür kann ich ja nichts. Ist aber nicht weiter tragisch. Wir sehen es ja, also. Tja, Herr Stöllinger, das ist natürlich jetzt ganz blöd. Gerade? Ja. Jetzt haben wir schon 2 Drittel des Rennens absolviert. Ja. Und, ja, der Martin Stöllinger. Ja, jetzt wird es wirklich ganz schwierig. Ja. Für ihn. Sich da nochmal irgendwie zurückzurunden. Aber was natürlich jetzt für den Marius, das spricht natürlich jetzt voll und ganz Ohr. Guck mal. Der Starke da vorbei. Ja, der Stöllinger eigentlich auch über ein Lucky Dog. Aber, ja, da schauen wir mal. Schauen wir uns mal den Herrn Stöllinger an. Da sind wir schön auf ihm drauf. Also, da bin ich gespannt. Oh, wer hat denn die Box? Waren alle? Wie ich das sehe hier? Ja. Alle fahren so eine Box. Ach, der bleibt draußen. Jetzt kann er natürlich Glück haben, dass der Martin sich vor den Marius, also vor der Box, also wer der Steller in der Box ist, kann er natürlich Glück haben, sich davor zu setzen und dann vorne zu bleiben. Man muss auch hoffen, dass er es schafft, vor dem Marius wieder rauszukommen. Also neuer Erster ist jetzt übrigens Bernd Köhler. Ja. Und mein Live Frage, ganz vorn ist jetzt Mike Azzolin. Also ganz vorn an der am Pacecar dran. Dahinter dann auf der 2 haben wir Udo Wagner. Also es sind zwei Namen, die wir so, glaube ich, vorne nicht erwartet hätten. Und ist der Martin vorne vor dem Marius rausgekommen? Hast du mal geguckt? Selbst wenn. Da ist er. Auf 13. Ja, dann schau du mal nach. Wo der. Nee, das Live-Welt, das. Na, vergiss es. Bei dir wieder weg? Weg nicht, aber er zeigt mir aktuell. Connecting? Absolut. Nee, er zeigt mir aktuell gar nicht das Richtige an. Also bei mir führt er immer noch Marius Bert. Oh. Mittlerweile ist zwar eine Gelbphase drin, aber es ist trotzdem noch nicht das Richtige. Also die letzte Gelbphase meinst du von vor 50 Runden oder so? Ja, das weiß ich nicht genau. Das nicht genau sehen. Ach, das ist schön, dass die Technik so zuverlässig arbeitet. Oh, tatsächlich, du hast recht. 86. Runde. Ach! Oder, warte mal. Die 86. Nee, okay, ist gerade. Richtig. Ja, ist richtig. Genau so ist es. Nee, ist richtig. Aber die Platzierung stimmt trotzdem nicht. Oh. Martin Stöllinger erneut in die Box. Oha. Jetzt bin ich gespannt, was er gemacht hat. Ja, Marius ist jetzt auf 3, wie ich sehe. Also, das hat sich, ist richtig. Hat sich das Live ist auch mal aktualisiert. Was macht der Martin Stöllinger? Fährt er jetzt ran? Und wenn ja, wie lange? Er fährt ran, ja. Oha, das war aber ja noch eben erst, was war denn da? Oder? Nein, er hält an. Ja. Was war denn das? Er war doch erst in der Box. Ja, allerdings, vielleicht ist das ein Stop and Go, vielleicht ist er zu schnell. Ne, er wurde angehoben gerade. Ja, wurde angehoben, ja. Das war mehr als 10 Sekunden. So, und in Barcelona ist Halbzeit. Und das ist schön. Leverkusen bräuchte 4 Tore. Ja, das hat sich dann damit erledigt. Ja. Ja. Und in Nicosia, wahrscheinlich das spannendere Spiel von den beiden heute. Immer noch 1-0 und Halbzeit.
Also im Moment würde es auf die Verlängerung hinauslaufen, wenn jetzt kein Tor mehr fällt. In Zypern. Ich würde es ja Nikosia wirklich wünschen. Oh. Also Martin ist jetzt wirklich komplett abgeschlagen, hat jetzt schon überall, also weit über eine Runde Rückstand. Also das war uns ja fast klar, also fast zwei Runden sogar. Oh, Peska ist drin, oder was? 17 zurück. Peska ist wieder drin. Peska ist drin und Bernd Köhler fährt auch rein. Ja. Damit Udo Wagner das Feld anführen wird. Richtig. Habe ich auch. Das ging eigentlich zu schnell, dass der Marius Bert da vorbeigefahren ist. Das war viel zu früh. Ob das wohl eine Strafe gibt? Also das war wirklich, also das war deutlich zu früh. Der Marius ist ja, naja, doch, ist von zwei gestartet. Also ihn hätte er eigentlich nicht überholen dürfen. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, also ich konnte nicht genau sehen, ob er jetzt vor der Ziellinie schon vorbei war. Weiß ich nicht. Kannst du das irgendwie? Ich hab's gesehen, er war, ja, also ich hab's gesehen, er war definitiv vor der Stadtziellinie schon vorbei. Okay. Das auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber allerdings noch schauen, ob das nicht vielleicht sogar erlaubt ist, weil ich kenne auch Serien, wo es so ist, dass gesagt wird, man darf auch nicht nur beschleunigen, sobald A-Factor die Message rausgibt, grüne Flagge, sondern man darf auch überholen, weil diese Message draußen ist. Ach so. Na gut, dann ist jetzt dann Marius und Udo. Ich sehe gerade, vor der Stadtziellinie darf nur auf der Außenspur überholt werden, aber genau das wurde hier getan, er ist außen vorbeigefahren. Aha, okay, gut. Jetzt live ist das, mache ich es mal nicht, weil das zeigt schon wieder gelbe Flagge an. Ja, immer noch. Ich glaube nicht, dass es noch so, oh, heftig. Ja, die geben sich jetzt richtig, jetzt wollen sie sich absetzen, aber das schaffen sie noch nicht ganz. Matthias Koch mittlerweile zurück auf die 3. Ist Schub auf der 4 und Roberto schon auf der 5. Also Roberto Alaimo und Roberto Alaimo auf der 6. Ja. Muss man ja unterscheiden, die beiden. Richtig, ganz genau. Sind im gleichen Team, aber haben halt unterschiedliche Nachnamen. Und das so ist manchmal. Sollte es so sein. Da hat man, manchmal hat man einfach unterschiedliche Nachnamen. Gut, die Müllers unter den Zuschauern werden jetzt nicht wissen, wovon ich rede, aber der Rest wird schon verstehen. Naja, dafür müsste auch der Vorname gleich sein, bei den beiden ist es ja der Fall. Da ist wirklich nur ein Nachname anders. Ja, aber ich habe auch persönlich auch den Roberto Müller getroffen. Ich auch nicht. Gibt's aber bestimmt. Irgendwo. In Italien. Ja, genau. So, ich glaube, bei mir neben ist das Live-Racer noch nicht wieder da. Aber Marius Bert führt hier auf jeden Fall vor Chris Dahms und auf der 3 dann Matthias Koch. Dann schon ein wenig weiter zurück auf der 4 Chris Schub. Auf der 5 Roberto Alaimo. Ah, das klingt wirklich wie Urlaub, oder? Finde ich. Also, so dann auf der 6 Roberto Lai. Sandro Petrocello, war die italienische Fraktion dort unterwegs. Genau. 8 Marco Meyer, 9 Matthias Lamm und 10 das sind Herr Röder, genau. Ich musste mir den neuen Namen erstmal merken. Mr. Eminem. auf der 11 dann Bernd Köhler, also ich glaube, die sind alle noch in einer Runde, kann das sein? Bitte? Ach, jetzt habe ich ihn leider interessiert. Nein, die ersten 18 in einer Runde. Sandro Petrocello, der erste Überrundete. Hängt ja hier mit drin, vorm Roberto Alaimo. Schön, jetzt hast du dann leider ist das wieder und meiner stürzt wieder ab, ey. Na toll. Ah, ja, was glaubst du, wie ich das geschafft habe? Ich musste irgendwen da rauskicken. Ja, du hast mich gehackt, gib's zu. So. Du, ich hab da ein paar Bekannte bei Anonymous. Das war gar kein Problem. Ja, das hast du fast gedacht. Nee, Quatsch. Nee. So.
Ja, wieder genug mit den Scherzen jetzt. So. Also hier unser kleines Dreiergrüppchen. Konnten sich schon ein bisschen absetzen, also. Ja, Bert, Dams. Und dann schon mit einem kleinen Abstand, Matthias Koch, aber ich glaube, der wird garantiert wieder ranfahren. Ja, der wird es auf jeden Fall wollen. Ja, wollen, er will nicht wieder vorne ranfahren. Also. Aber ich glaube auch, dass er die Möglichkeiten hat, sagen wir es ja, mal so. Ja, eben. Also, ich sag mal, wollen will jeder, aber können kann nicht jeder. Richtig. Aber ich sag mal, 40 Runden haben wir noch, nee, ganz 39. Und von daher hat der Matthias noch gut Zeit, das noch aufzuholen. Aber der ist ja schon wieder da, wie man sieht. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Mal Zehntel, Zweier, genau. Ah, ist ja schon wieder dran, ne? Ich glaube auch, dass Matthias sein ganz großes Wörtchen drum mitreden wird, wer das Rennen gewinnt. Ja, er hat ja schon das letzte gewonnen. Richtig. In Richmond. Also ich tippe mal ganz stark auf ihn, aber abzuwarten. Ja, denn die anderen aus dem letzten Rennen, also Marco Meyer, Matthias Lang, Sandro Petrozielli, jetzt ist mein Live-Race auch wieder weg, dankeschön. Und meins wieder da, sehr schön. Musst du immer gleich eine Kumpel von Anonymous holen, das ist doch ja, scheiße. Ja, naja, wie du mir, so ich dir, ne? Ja, ja, was schon. Naja, aber ich denke mal, also Martin, also wenn ich das so sehe, ich denke mal, Martin wird es am Ende machen. Aber naja, kann auch viel passieren, also muss ja nur noch mal eine Gelbphase kommen. Martin? Und schon ist, Martin sage ich schon, Entschuldigung, Michael, tut mir leid. Aber da muss ja nur noch eine Gelbphase kommen und schon ist das ganze Feld wieder beieinander, also. Ich frage nochmal, Michael? Matthias. Mein. Ja. Okay. Entschuldigung. Jetzt haben wir so langsam alle Namen durch, oder? Ja. Vergessen. Mirko, genau, Mirko haben wir noch vergessen. Ja, es tut mir leid. keine Absicht, natürlich. Ah, Mensch. Komm ich denn auf? Mensch. Mein Auge tränt. Das hab ich mir gedacht, machst du schön lustig über mich, toll. Na, was soll ich sonst machen? Ja. Na, passt schon. So, also, immer noch unser. Ja, das Dreieck hat sich jetzt wunderbar abgesetzt. Also, schaut das mal an, das ist ja. Das ordentlich. Wir sehen auch keine Abstände leider. Weil zum einen das Live-Race weg ist. Ja, meins ist da, also ich habe damit kein Problem. Dann sag mir mal, wie sind denn so die Abstände? Also 2 Sekunden, also von 3 bis 4 Matthias Koch zu Chris Schub sind circa 2 Sekunden. Bisschen schwanken, 2,5. Ja, verlegen Chris Schub, jetzt ist Roberto Alaimo auf die Schiebung gefahren, Jetzt ist Roberto Alaimo, aber auch nur ganz knapp, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, wir sehen es doch gerade. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Gut. Ich dachte, du trägst eine Brille. Ja, tue ich, aber deswegen sehe ich ja noch ein bisschen besser. Ja, eben. Deswegen wundert es mich, dass ich dir erst sagen muss, wir haben es gerade im Bild. ist jetzt. Oh, schau mal, wie der Roberto da im Chris Schub wegfährt doch mal. Also. Ey, was ist denn jetzt los, Jo? Ja, der zieht durch. Zieht durch, Junge! Ja, jetzt liegen die Italiener. Ja, richtig. Mein Live-Race, das muss ich erstmal noch aktualisieren. Ja, oder sollte Roberto kein Deutsch sprechen, dann sag ich mal auf Englisch, Roberto goes crazy. Also der zieht ja weg, das ist ja 6 Zehntel in 2 Runden habe ich jetzt 6 Zehntel rausgeholt. Als wenn es nix wäre, ja? Und ja, fährt, ja. Und fährt vorne ran. Schau mal, nur hat eine Sekunde. Also das ist nicht so. Ich sag mal, was auch immer die. Jetzt fährt er ganz außen und ist genauso schnell wie Chris Schub dahinter ihm, oder wie? Weil ne, bisschen hat er verloren. Aber egal, was die dem Roberto da gerade gegeben haben, ich will's auch haben. Ich auch. Der ist da ganz außen, Mann, hast du das gesehen? Und der ja, hat eine Zehntel dabei verloren. Wenn du normalerweise ganz außen fährst, dann verlierst du 3, 4 Zehntel. Wahnsinn, oder? Ja. Hat aber eine Sekunde in einer Kurve wieder eine Zehntel rausgeholt. Also, was machen Wahnsinn. Die denn da bitte? Weil hat den drei aber leider hat er trotzdem nicht. Ja, also 2,5 Sekunden hat er immer noch. Leider auf Matthias. Die Frage ist, wird das mehr oder wird weniger? Ich sehe es ja nicht. Im Moment ist es relativ gleichbleibend. Okay, dann ist der Schub so langsam.
Oh toll, jetzt ist mein Live das weg. Deins bestimmt wieder da, war. Hast du deine wieder angerufen? Ja, ja, komm ey. Das nee, ich hab's noch nicht. Aber ich glaube, in den nächsten 10 Sekunden wird es da sein. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, die müssen wir die erstmal freischalten, die von Anonymous. Also Chris, oh, schau mal, Chris Schub fährt den dahinter auch weg. Na gut, das sind auch Überrundete. Ja, der Roberto muss jetzt ein bisschen Gas geben, ansonsten hat das schwer, noch um den Sieg mitzukämpfen. Also er hat nur noch 30 Runden. Ja, also ich sag mal, es gibt sowieso noch drei, dass sie wirklich um den Sieg mitkämpfen können und die haben wir hier im Bild. Also würde ich auch Roberto rausnehmen mal. Weil die drei liegen ja wirklich ein Päckchen. Das ist der kommt da ein Stück. Ja, der kommt dran. Richtig. Aber warte es mal noch ab. Ach guck, wie hoch der fährt. Wahnsinn. Dass der dabei noch Zeit gewinnt, das wundert mich wirklich krass. Ja, 1,6 also, Sekunden hat er gesehen, hat er rausgeholt auf Chris Schub. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das vielleicht hat er dann eine Linie gefunden. Es kann tatsächlich sein, dass er da oben vielleicht eine Linie fahren kann, die ein bisschen mehr Grip bietet. Würde mich sehr wundern, aber... Aber guck mal, da ist der dran vorne. Ja. Und da ist noch einer zwischen, oder? Das ist noch überrundeter. Ja, aber der bringt ihm ja. Ja, richtig, der bringt ihm ja noch was. Strank ist Strank, das. Genau. Oh, aber nicht so gut, er bleibt ja auf seiner Linie da. Schau mal, wie der an ihm vorbeifährt. Als würde er stehen, Wahnsinn. Ja, krass. Aber ich glaube, das Auto von Torstrang ist ja nachdem es vom Heiligen Geist umgeschubst wurde, ist das ja auch ziemlich zerstört. Aber ja, trotzdem, ja. Also es ist wie als wenn er steht, ja? Also Wahnsinn. Ja, ja. Ey, es ist ja auch aerodynamisch nicht mehr astrein, das Auto. Und auf dem Oval ist das ja... Ist tödlich. Ja. Ja. Und guck mal hier, 1,8 Runden fast, ey, Wahnsinn. Was der rausholt in der kurzen Zeit. Hammerhart, also da muss er irgendwas gefunden haben. Entweder hat er was gefunden oder Chris Schub hat irgendwas verloren. Ja, aber ich sag mal, von da rankommen, das sind keine 2 Sekunden mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch 2 Sekunden bis nach vorne sind. Apropos Life Race, das funktioniert bei mir auch nicht. Immer noch nicht. Schade. Du hättest jetzt gedacht, dass ich sage, apropos Life Race, das funktioniert wieder bei mir, ne? Das ist richtig. Habe ich gedacht. Tja. Da habe ich nicht. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Meine Leute waren besser als deine. Funktioniert wieder. Dafür nenne ich meine Leute nicht meine Leute. Nein, ich darf meine Leute nicht verraten, verstehst du? Also, das so, ist ja, ja anonym, verstehst du? Ah, ich dachte, jetzt würde es wiederkommen, aber... Das hat sich so angedeutet, aber nicht geklappt. Oh, schade. Schade. Aber ja, das sind deine Hacker, sind das alle. So, was steht denn da? Steht da 2 Sekunden oder was? Doch, sind auch 2 Sekunden. Oben. Ja, das Doppel wird nicht angezeigt. Das, doch, oben im Stream. Ja. Doch. Das kannst du sehen, 2,2 Sekunden waren es. Das ist schön, dass du es sehen kannst, ich nicht. Ah, ist gut, wenn man eine Brille hat, nicht wahr? Ich habe auch eine. Na, siehst du, dann du sie dir direkt vor dem Bildschirm legst, siehst du es auch. Oh cool, jetzt kann ich dich mal ein bisschen aufziehen. Nee, Quatsch. Du kannst es gern versuchen. Aber ich glaube, es wird dein Versuch bleiben. Ein bisschen Spaß sein. So, naja. Also wirklich rankommt er, aber so richtig Zeit gewinnt tut er auch nicht mehr so, gegenüber Chris. Ja, es ist schwierig, sag ich mal. Ha? So, wenn man live ist, wenn mal richtig funktionieren würde, dann könnte ich dir den Abstand sagen. Ja, viel Erfolg dabei. Ich dachte, du hast deine Hacker. Ja, ja, also es zeigt zumindest kein Loading, nichts mehr an. Also er zeigt mir zumindest schon mal wieder die Strecke. Und kommt gleich wieder. Und die fahrenden Autos, das sieht er, zeigt er mir aber die Abstände noch nicht. Wie viel steht denn da jetzt oben? Ah, immer noch was mit 2,168. Jetzt steht bei mir wieder Connecting. Ja, waren meine Leute doch nicht stark genug. Wie viele Runden haben wir eigentlich noch? Mensch, 25. Ja, also 10 schon absolviert.
dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt sehen wir einen Abstand, 1,6 Sekunden nach vorne noch für Roberto. Also der fährt da wirklich ganz knallhart ran. Guck das mal an, die Linie. Wie weit oben der fährt. Wahnsinn, der muss irgendwas da gefunden haben, das ihn das schneller macht. Ich verstehe es auch nicht. Nee, ich auch nicht. Vielleicht macht ihn das für die Geraden schneller, das kann durchaus sein. Ja, dass er dadurch mehr Topspeed hat, dass er, wenn er von oben runterkommt, weißt du, das kann